Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der NF Marsch. Ich sollte mir jetzt mal angewöhnen, ob ich jetzt NF Marsch sage oder Nordfriesische Marsch. Ja, das wird wahrscheinlich bei mir immer so ein Up and Down sein. So, das Wasserfästchen. Hier rein. Also wir bekommen jetzt auf jeden Fall wieder stündlich noch ein kleines Nebeneinkommen. Ja, müssen wir kurz warten. Der Drescher steht jetzt zwar, aber wir können jetzt eh gerade nichts anderes machen. Außer hier so ein bisschen hin und her zu fahren. Stimmt es nicht. Wir können jetzt zum Abbunkern. Wo müssen wir denn jetzt hier hin? Wo steht denn der Drescher? Wir sehen nirgendwo. Ja, das Feld ist auch riesig, ne? Das muss man dazu sagen. Das Feld ist riesig. Ach, da steht er ja, der Gute. Ja, irgendwann mal die großen Sachen haben, dass man hier auch eigenständig mit den eigenen Maschinen das abernten kann. Das wäre natürlich das Ziel. Beziehungsweise irgendwann ist das Ziel, dass wir nicht mehr diese Mission brauchen. Aber ich denke mal, dass wir nebenbei immer mal wieder noch so eine Düngemission machen werden. Düngemission oder Spritzmission. Dünge. Aber der hat schon der hat schon gut nachgelassen, der Dünger. Geschafft. Dann wollten wir das jetzt ja mal ins Lager bringen. Also. Oh. Die erste Frucht, wo wir aus Frankreich mitgebracht haben, haben wir erfolgreich in unser Silo gebracht. Ich denke mal, dann werden wir jetzt mit die erste Amtshandlung mit dem neuen Traktor. Das war nicht so intelligent, wie ich die Halle gebaut habe. Ich jetzt noch mal ein kleines Stück wegmachen müssen. Ich habe noch gar keine Kettensäge. Dinger, wo halt reinragen, einfach ab. Ja, das machen wir dann mal bei Gelegenheit. Als der Traktor eben im Angebot war mit seinen 15,5 Stunden. Ja, da musste ich eigentlich zuschlagen, ne? Das war ja ein Angebot, das war jenseits von Gut und Böse. Guck mal, wie spielend leicht er hier mit dem Anhänger klarkommt. So,
unser neuer Anhänger. Das ist noch Max. 14.000 Liter, 24.000 Liter ist ja eigentlich gar nichts, ne? Aber wir müssen irgendwie damit lernen. Notfalls müssen wir mehr Gespanne einsetzen. Ja, wir werden es einfach sehen. So, jetzt nehmen wir erstmal hier das Saatgut weg. Oder auch nicht. Also 1000 Liter Saatgut sind jetzt abhanden gekommen. Gut zu wissen, dass das passiert. Ja, wegen den 1000 Liter mache ich jetzt hier gar keinen Aufstand. Das ist jetzt so, das war ein Lernprozess und ja, die 145 Liter, die werfen wir natürlich jetzt schnell rein. Alles gut. So. Zack, zack. So, komm, ich stell mal auf. Ja, ich will dich aufstellen. Dankeschön. So, Saatgut. Oder waren... Ah, ich glaube, da waren gar keine 1000 Liter drin. Deswegen, weil das zu wenig war. Weniger wie 1% hat halt einfach das andere genommen. Na egal. Ist halt so. Shit happens. Daraus lernt man. So, jetzt nehmen wir noch den Kalk weg. Und dann haben wir das auch soweit mal erledigt. Den Flüssigdünger, ja, den müssen wir halt erstmal stehen lassen. So, den Kalk. Haben wir jetzt hier die kleine oder die große Palette? Wir haben hier die große, die volle Palette erwischt. Zack. So. Dann können wir nicht schon wieder switchen. Auf den Fendt 939. So, laden wir hier mal ganz kurz ab. So, dann switchen wir hier hin. Dann fahren wir den Eis einfach entgegen. Dann können wir mit dem auch ganz, ganz einfach abladen fahren. Ich hätte gern, dass er hier nach links ablädt. So, Lexion ist voll. Ja, ich bin hier unterwegs, mein Freund. Ich bin unterwegs, ja, du hast einen vollen Korntag. I know it. Oh, Düngen ist fertig. Dann können wir unser eigenes Feld mal düngen. Sehr schön. So. Die Reifeisen dürfte eigentlich von hier gar nicht so weit weg sein. Nö. Das ist hier vorne runter und rüber und abladen und dann schick schön. Fahren wir zu. Ah. Jetzt weiß ich, wie ich fahren muss. So. Aber ich würde
würde sagen, fahren wir das schnell zur Verkaufsstelle. So, fahren wir hier lang. Ja, da muss schon hier ordentlich arbeiten. Aber nur ein stolzes Gesamtgewicht von 47,5 Tonnen. Das ist ordentlich. So, jetzt müssen wir hier nochmal die Karte wegen aufmachen. Ja, ich kann jetzt dann rechts fahren und dann bin ich ja schon fast da. Ja, fahren wir hier rechts. Seite wählen. Nur Konch. Ah, doch, auch links. Okay, das passt. Alles klar. Ah, hier, ja, hier hätte ich runter müssen. Ist hinten vielleicht noch ein Weg, dass ich hinten reinfahren kann? Ja, hinten. Ja, hier können wir noch reinfahren. Sehr gut. Anwählen. Schütt. 16% wurden schon an Feld so viel. Geliefert. 22% an Feld 39. Das ist noch besser. So. Ja, dann machen wir uns hier mal einen kleinen Namen auf der Marsch, würde ich sagen, durch die Lohndienstleistung. Haben wir auf Feld 65 abgeschlossen. Also die erste Lohndienstleistung haben wir schon geschafft. Wie crank fahre ich dann hier bitte? Halt, stopp, stopp. Danke. Also es ist wichtig, dass du dich jetzt ablädst. Oder abbunkerst, besser gesagt. Ich einfach diesen Hang runter. Holy moly. Egal. So. Jawohl, tun wir speichern. Hast recht. So, und den Kurs können wir natürlich erstmal rauslöschen. So, bin mal gespannt, ob er das jetzt erkennt, wenn ich zu ihm sage. Kollege, Fahrfeld Nummer 2. Auf Wiedersehen. Jo, er fährt auf jeden Fall. 8 Minuten braucht er. Ja gut, er braucht halt die 8 Minuten. Ist halt so. Was soll ich da denn jetzt großartig sagen?
ich muss sagen, dieser New Holland, der steht uns eigentlich hier relativ gut für den Anfang. Fahrzeughalle. Ja gut, ich hätte eine Halle weniger bauen können. Theoretisch, dann hätten wir noch mal ein bisschen mehr Geld zur Verfügung gehabt. Aber ich habe es lieber schon mal eine Halle mehr gebaut, wie dass ich nachher dastehe und ich habe keinen Platz mehr, muss eine Halle bauen und kann es nicht. Ich bin halt echt hin und her gerissen, ob ich den kaufen soll. Überladewagen, ja, was, nichts dabei, was ich jetzt sagen könnte, den können wir gebrauchen. Den Drescher vielleicht. Ja, wie gesagt, den Drescher vielleicht, ne? Vielleicht den Drescher. Aber das muss ich mir halt doch überlegen. Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.